Personal aus. Sieht so aus, dass Dabrowski ein bisschen Mandelentzündung hat, dass er heute nur eine Laufeinheit absolviert hat und ich hoffe, dass er morgen dann mit dabei sein kann. Dass Tommy Bechmann auch da mit dem Knie noch ein bisschen Probleme hat, auch beim Doktor war, heute auch nicht trainiert hat. Und ich jetzt im Moment noch nicht weiß, ob das morgen gehen wird, ist mal ein großes Fragezeichen dahinter. Sonst die anderen sind soweit fit, klar ist Stable gesperrt, Iličević und Schröder, wie gehabt eigentlich in den letzten Wochen, die da zusätzlich ausfallen. Über das definitive Kader werde ich morgen entscheiden. Es ist so, dass ich von der A-Jugend noch versuche, den Ilkay Gündogan mit dazu zu nehmen. Mal gucken, ob das mit Bechmann geht. Wenn nicht, möchte ich gar nicht den Jungen dann mit dazu nehmen, noch zusätzlich. Schalke ist so, dass das sicher eine Spitzenmannschaft ist und dass wir da, was ich auch schon erwähnt habe bei meinen Spielen, dass wir da zulegen müssen, dass wir vor allem auch in der Konzentration, in der Laufbereitschaft, in der Aggressivität jetzt gegenüber den letzten drei Spielen, obwohl wir die gewonnen haben, wenn wir auf Schalke was holen wollen, dass sich da jeder noch steigern muss. Und wenn uns das gelingt, dann sehe ich schon auch unsere Möglichkeiten, die wir bekommen werden. Es ist so, dass Schalke jetzt in der Champions League noch dieses Endspiel hat, aber dass sie natürlich auch dieses eine Spiel in den Beinen haben. Und da weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass gerade das eigentlich immer schwierig ist, englische Wochen, jeden dritten Tag das abzurufen und dass ich dann schon auch immer mal wieder Flüchtigkeitsfehler einschleichen. Und für uns ist klar, Schalke ist der Top-Favorit. Aber wie gesagt, wir sehen unsere, oder ich sehe unsere Möglichkeiten, wenn wir die dann auch ausnutzen. Und wenn die Möglichkeit besteht, dass wir sie bekommen, dass wir dann präsent sind, dass wir da sind und genau diese Kleinigkeiten dann natürlich auch ausnutzen dann, um vielleicht diese Überraschung möglich zu machen. Also von daher ist es auch so, dass wir jetzt dreimal hintereinander gewonnen haben. Das Selbstvertrauen, das spürt man natürlich auch, das steigt dann immer mehr, wenn man solche Spiele gewinnen kann. Und da ist natürlich auch, also speziell auf Schalke, 60.000 werden da sein, ist das ein spezielles Spiel und da freut sich jeder drauf. Also ist für uns als Underdog natürlich da immer wieder die Möglichkeit für eine Überraschung zu sorgen. Und da wollen wir alles dran setzen. Ob es uns gelingt, wissen wir am Samstag. Herr Koller, welche Erkenntnisse haben Sie denn gestern noch gewonnen aus dem Champions League-Spiel in Valencia? Schalke ja 60 Minuten in Überzahl gespielt hat. Was ist Ihnen dann so nachhaltig in Erinnerung geblieben vom gestrigen Abend? Auch ja, im Blick jetzt auf Ihr Spiel. Ja, also es hat keine neuen Erkenntnisse gegeben. Es ist so, dass Sie die eine oder andere Position auch haben, die Sie dann schon mal wechseln können, ob das vorne in der Spitze ist, ob das Mittelfeldzentrum ist. Ob das vielleicht je nachdem hinten links ist mit Panda, wenn er dann wieder soweit fit ist. Aber sonst denke ich, die anderen Positionen, da haben sie jetzt auch in den letzten Spielen fast immer durchgespielt. Ob ein Trainerkollege da vom, jetzt vielleicht auch von der Belastung her was ändert, weiß ich nicht, aber das Spielsystem, sie haben 4-4-2 oder sie können 4-3-3 spielen. Denke ich auch nicht, dass sich da groß was ändert. Es ist so, dass sie natürlich bei Ballbesitz oder bei Ballgewinn sehr schnell umschalten, dass sie auch dann zu Hause auf Konter spielen und genau auf diese Bälle lauern. Und da wird für uns wichtig sein, auch die Passgenauigkeit bei uns, wenn wir zu leichtsinnig Bälle verlieren, dann
kann es uns teuer zu stehen kommen, weil sie da natürlich die Spieler haben, die dann vom Umschalten Defensive in die Offensive das sehr schnell wahrnehmen, sehr gut umsetzen auch. Und da ist sicher auch die größte Aufmerksamkeit, die wir da, wenn wir im Ballbesitz sind, haben müssen. Gibt es irgendetwas, was Ihnen nach dem Schalker-Spiel gestern Angst ist das falsche Wort, aber Respekt gemacht hat, wo Sie gesagt haben, da müssen wir besonders aufpassen, da spielt Schalke perfekt, oder das ist das ganz große Plus von Schalke, oder hielt sich die Euphorie für das Schalker-Spiel in Grenzen? Nee, also da ist ja auch nichts Neues dazugekommen. Also es hat sich auch ich habe zwei Spiele geguckt auf DVD und da ist jetzt das Spiel von gestern nichts Neues dazugekommen, dass ich jetzt sagen müsste, nee, das hatten sie vorher in den Spielen vorher noch nicht gezeigt. Also es ist natürlich so, dass sie klar individuell besser besetzt sind als wir. Dass natürlich auch da unsere Aufmerksamkeit sehr hoch sein muss, speziell im Sturm, dass sie da Spieler haben, die Spiele entscheiden können, die viel Druck entwickeln auch und dass sie gute Fußball haben hinten, ne? Dass sie zentral oder in der Defensive gut stehen, dass sie sehr präsent sind, dass sie bei Standards gute Möglichkeiten herausspielen. Und das ist das, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen zulegen, wir müssen die Aufmerksamkeit, die muss über, also vom Anpfiff bis zum Abpfiff muss die permanent da sein. Wenn irgendeiner einen Blackout hat oder wenn er nicht präsent ist, besteht die Möglichkeit, dass sie das ausnutzen. Und das ist meine Vorbereitung an die Mannschaft auch. Also wenn wir darüber sprechen, das werde ich ansprechen, dass wir, wie gesagt, diese Präsenz sehr hoch halten müssen. Wenn das möglich ist, dann kann man auf der anderen Seite, was ich auch schon gesagt habe, profitieren, dass dann vielleicht der eine mal einen Bock drin hat oder vielleicht mentale Müdigkeit mit dazukommt. Und wie gesagt, dann ist es natürlich entscheidend, dass man da ist, dass man das dann natürlich auch ausnutzen kann. Sie spielen auch zu Hause, ist natürlich schon mit dem Publikum im Rücken. Also ich erwarte auch dann am Samstag sicher die ersten paar Minuten, da wird ein Feuerwerk losgelassen, da wird versucht natürlich früh ein Tor zu erzielen. Das ist eigentlich fast überall so, dass man dann natürlich auch mit den Zuschauern im Rücken oder weiß, der Gegner muss dann mehr öffnen, muss mehr riskieren und durch das ergeben sich mehr Räume. Also von daher ist für uns auch wichtig, sich auch diese Anfangsphase zu bestehen. Habe ich aber auch im letzten Jahr schon gesagt. Und dann war, ich muss das vielleicht so ein bisschen weiter ausholen und sage da dieses Mal 90 Minuten, weil letztes Mal habe ich 20 Minuten gesagt und dann kriegen wir in den 20. oder 21. haben wir dann das Tor gekriegt. Also es ist schon wichtig, also permanent diese Konzentration hochzuhalten. Kleinigkeiten, also wirklich aggressiv, konzentriert, gegen den entsprechenden Mann zu arbeiten, da sehr bewusst dagegen zu halten. Und für uns wird auch wichtig sein, in der eigenen Platzhälfte nicht zu versuchen, keine dummen Fouls zu spielen. Also wirklich da, dass man sie vom Tor weghält. Sie suchen das natürlich auch, sie suchen klar diese Situationen. Würde ich wahrscheinlich auch tun, ne? Mit 60.000, jedes Mal, wenn einer fällt, dann wird geschrien und Jiri-Beeinflussung, das sind alles Dinge, die man natürlich dazu nimmt. René Reno hat sich das Spiel auf Schalke verdient, ja.